Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Ich speichere mal kurz eben. Ich habe nicht was vor. Das war schon mit da jetzt runter. Und hoffen, dass wir nicht sterben. Jesus, ist das kalt. Okay, das haben wir jetzt eingesammelt. Das kann ich jetzt zum Questobjekt wieder zurück. Ich muss mich in Acht nehmen. Ja, hier ist ja nichts mehr. Hier brauchst du keine Angst mehr haben. Sollte eigentlich nichts mehr sein. Ne, ist noch nichts. Dum-di-dum-dum-dum. Oh, Hilfe. Greift mich tatsächlich aber nicht an, okay. Dann rennen wir jetzt ganz schnell zum Schiff zurück. Zu unserer Crew. Und dann gucken wir weiter. Segle heim nach Vornberg. Okay. So. Ja, ein bisschen muss ich noch mit der Steuerung klarkommen, aber es läuft langsam, es läuft. Du solltest eigentlich darunter sprechen. Also mit ihm hier reden, oder? Führung übernehmen. Du bist recht still, Eivor. Kein Wort über das Unheil, in das du uns geführt hast? Wir hatten in diesem Kampf keine Verluste und die Männer, die uns erniedrigt haben, sind tot. Was gibt es da zu sagen? Wie wäre es mit, ich war dumm, selbstsüchtig, tollkühn, blind, störrisch und ich stinke nach Blut und Scheiße? Meine Fassung gefiel mir besser. Okay, sehe ich da lang. Ich muss hier unten hin. Theoretisch kann ich hier erstmal anlegen, um den zu bekommen. Ich hab's nur gesagt. So. Ein hochrufender Schifffahrer ist. Beziehungsweise, ich kann den ja markieren, ne? Und wir fahren erstmal dahin. Sollte ja eigentlich nicht so krass werden da. Das ist die Frage, ob ich hier gleich irgendwo anlegen kann oder ob ich wirklich einen Steg finden muss zum Anlegen. Segel helfen! Okay. Ich bin gleich wieder da, meine Freunde. Kann ich nicht lange bleiben. Kurz erholen und weiter. Okay, dann holen wir uns das da oben noch. Wenn ich schon mal hier bin, ne? Das Schiff wird mir angezeigt, okay, ist gut. Einfach alles mitnehmen, was man hier findet.
keine Gegner voraus. Soweit. Hier ist ein heftiges Haus halt, ne? Ist auch kein Sperrgebiet. Alter, was ist denn das denn? Hell, persönlich. Ist aber kein Sperrgebiet, ne? Ich hätte dann wieder erstmal rauf. Das ist echt ein mächtiges Haus, Alter. Synchronisieren wir. Okay. Reichtum 2. Rätsel 0 und Artefakte 0 heißt das, glaube ich, ne? Alter Schwede. Das ist schon mega viel hier. Frühe Stärke 1. Also ich kann hier das schon alles machen. Oh Gott. Also ich werde hier wahrscheinlich jetzt erstmal nächsten Folgen ein bisschen auf dieser Insel bleiben. Ich gehe jetzt erstmal in die Richtung. Ja. Kann ich eigentlich schon wieder verbessern? Achso, Gott. Achso, gut. Eventar. Ne, verbessern kann ich nicht. Okay. Tempel wird nach jedem Treffer erhöht. Maximal 10 Mal. Und da? Schwerer Schaden wird nach leichten Treffern erhöht. Okay. So, aber wo lasse ich mich jetzt ab? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich muss C drücken wahrscheinlich. Okay. Alles klar. So, langsam komme ich so ein bisschen auf die Steuerung klar. Das ist mal ganz gut. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus, wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war es ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampfe starb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Warin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Ey. Eivor? Jetzt erkenne ich dich, Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus.
Wie viel Silber hat Kirtwee dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Kirtwee gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Ich will nicht sterben! Du wirst nicht gefragt! Soll er jetzt töten? Sulke wird in der Stadt bleiben. Hinter ihren Mauern ist er sicher. Ja, theoretisch kann ich mir die Sache mal nehmen jetzt, ne? Und ist abgehauen. War das denn hier? Ich kann ja nichts klauen, schade eigentlich. Das ist immer ein Zufall, dass ich den hier so getroffen habe. Aber ganz ehrlich mal. Ich habe nichts getan! Das entscheide ich! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Huch, was ist jetzt los? Dein Verrat endet hier. Bitte, ich habe Varin nie verraten. Bei meinem Leben, ich hatte Angst und floh, und als ich zurückkam, waren alle fort oder tot. Und doch hast du unsere Toten beraubt, die Überreste ihres Lebens verschachert. Es war alles, was ich finden konnte. Ich habe lange nichts verkauft, aber das Gewicht wurde zu schwer und ich brauchte Essen, um zu überleben. Der Zittere, die das ist kein Leben. Ohne Ehre sind wir schlimmer als Bestien und haben keine Hoffnung auf ein besseres Leben nach diesem. Diese Welt ist alles, was ich kenne. Und das Leben ist alles, was mir bleibt. Das würdest du mir nehmen. Nimm aus meinem Laden, was du willst. Nimm alles, aber lass mich am Leben. Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmal, bist du es? Ja. Fertigkeitenmenü. Wenn du Fertigkeitspunkte bei Knoten einsetzt, verbessern sich deine Kampffertigkeiten. Werteknoten verbessern die Grundwerte. Grundfertigkeiten schalten Kampfaktionen frei. Okay. Fertigkeitspunkte, die Knoten zugewiesen sind, erhöhen deine Stärke. Je höher deine Stärke, desto mehr bist du dafür gewappnet, dich den kommenden Herausforderungen zu stellen. Ja, genau. Nahkampfschaden. Ich habe 2 Punkte bekommen, ne? Ja, würde ich jetzt erstmal Fernkampf und Nahkampf verschleichen. Angriff hatte ich jetzt bisher noch gar nicht so krass gehabt. Deswegen erstmal hier. Und Fernkampf. Jawohl. Das nächste wäre Nahkampf Widerstand. Und hier Gesundheit. Ja, aber ich mache als nächstes den hier. Mögen die Götter dir mehr Glück bescheren als mir. Okay. Ja, hier ist aber zu viel, ne? Was ich plündern könnte. Ich verstehe diese Sprache nicht. Was ist das ein Haus, oder? Riesen. Nachricht eines genervten Nachbarn. Ich kann ob der Graberei unter uns nicht schlafen. Okay. Wie Ratten in meiner Ruhe nagen.
Was glauben die, was sie da unten finden? Wenn die noch länger so, wenn es noch länger so geht, bekommen sie das scharfe Ende meines Axt zu spüren. Das ist mega komisch geschrieben, Alter. Aber sonst finde ich hier nichts. Hey. Ist das in diesem Gebäude hier drin? Alter, was ist los? Ich spiel mein Handy voll, weil ich da was Nachrichten bekomme von irgendwas. Alter, Alter, ey, doch. Ups. Aha. Es geht nach unten auch noch weiter? Das Mann, das sieht mehr aus wie ein Assassiner. Alter, wie komme ich denn unten hin? Das gucken wir uns erst mal an. Du da! Du siehst aus, als könntest du einen Kampf überstehen. Eivor Wolfsmann, bist du es? Vielleicht. Habe ich schon mal gesagt, ne? Nein. So denken wir hin. Ich weiß nicht wie. Kann ich noch mit jemandem reden? Der etwas für mich. Dann reden wir mal. Komm, sieh dir all meine Waren an. Guck mal. Hinten findet sich eine größere Stadt. Von ihnen kannst du wichtige und manchmal auch äußerst seltene Gegenstände erwerben. Aber auch Plünder und Güter verkaufen. Das sind regionale Waren. Schön, dass ich dich entlasten kann. Das wollte ich, weil das verkauft habe. Und alle Plünder verkauft. Achso, das macht er. Sicher, dass du alles hast, was du wolltest? Jep. Gehen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Tschüss. Das war der, der Händler. Okay. Da kann ich mal noch jemand reden. Was sehe ich da für ein kleines Kind? Ich? Ach, tut mir aufrichtig leid. Du bist kein Kind, du bist nur ein großer Kindskopf. Stresse was. Na, kennen wir uns? Ich weiß jedenfalls, dass du ein Jämmerling bist. Und über mich musst du nur wissen, wie gut ich gebaut bin. Warum sprichst du denn so mit mir? Das ist Spottstreiten. Darin habe ich nicht eingewilligt. Nun, wollen wir einen Sportstreit beginnen? Hä? Na, von mir aus. Sehr gern. Ich habe gar nicht so viel. Ja. Ich habe das Geld nicht. Charisma, wenn du Sportstreitjude gewinnst, erhältst du Charisma und schaltest besondere Dialogoptionen für bestimmte Situationen frei. Und da stand noch irgendwas anderes, ist mir gerade egal. Okay, Sportstreiten. Okay. Ist das so ein Ding gewesen? Damals bei den Wikinger? Rolf, oder? Waren wir nicht einmal zusammen an der Nordküste auf Raubzug? Schön, dass du dich erinnerst. Es war das erste Mal, dass Dörbjörn uns so weit wegfahren ließ. Und Sigurd schimpfte, weil er deinen Anteil für zu groß hielt. Plünderst du immer noch in deinem Alter? Wir müssen nehmen, so viel wir können, ehe Harald in ganz Nordwege das Sagen hat. Aber ich plane nur noch. Die Arbeit überlasse ich anderen. Tatsächlich suche ich nach einem Anführer für meine Mannschaft.
Ich würde dir gerne helfen, aber ich habe jetzt selbst eine Mannschaft. Ich meinte nicht dich, aber ich könnte deine Hilfe bei der Auswahl gebrauchen. Ich habe ein paar ausgewählt, die es zu prüfen gilt. Zu prüfen? Wie? Wenn du jemandes wahren Charakter sehen willst, musst du ihn kämpfen sehen. Zeig mir, wen du hast. Meine Mannschaft ist unten am Hafen. Meist Einheimische. Sogar ein paar abenteuerlustige Bauern. Wie schneiden sie im Vergleich zu mir und Sigurd ab? Das ist kein Vergleich. Du hast dir einen Namen gemacht, Eivor. Man redet an der ganzen Küste über dich. Gut oder schlecht? Kommt darauf an, mit wem du redest. Meistens gut. Sei unbesorgt wegen der anderen. Die sollten wegen mir besorgt sein. Okay, mach das nochmal fix. Warum rennt ihr so? Das ist meine Kriegermannschaft, Eivor. Was ihnen an Erfahrung fehlt, gleichen sie anderswo aus. Zusammen werden wir diese Fleischklumpen zu Männern und Frauen aus Eisen machen. Zu Kriegern. Und wer von diesem traurigen Haufen soll die Führung übernehmen? Siehst du den Großen da, Oddbjörn? Er redet nicht viel, aber er könnte ein Schiff ganz alleine rudern. Diese Schildmaid ist Arshild die Kühne. Ihre Klinge ist so scharf wie ihr Verstand. Und dann hätten wir noch Thorgils. Rolf, wen hast du denn da? Behalt den Kopf beim Kampf, sonst schlägt ihn dir jemand ein. In Ordnung. Er ist so stumpf wie eine Holzkeule, aber die anderen mögen ihn. Und das sind die Besten aus dem Haufen. Diese drei also, ja? Mit denen werde ich schon fertig. Willst du gegen alle gleichzeitig kämpfen? Warum nicht? Raubzüge sind pures Durcheinander. Sie brauchen eine Prüfung ohne Regeln. Prüfe sie, aber tu ihnen nichts. Es war schwer genug, überhaupt so viele zu finden. Hör zu, das ist Eivor Wolfsmal. Eivor hat mehr Leute auf dem Gewissen, als ihr je kennenlernen werdet. Eivor Wolfsmal, ich habe von dir gehört. Das wird großartig. Wer meine Mannschaft führen will, muss gegen Eivor kämpfen. Der Beste gewinnt. Nicht töten, nicht verstümmeln. Sonst gibt es keine Regeln. Verstanden? Oh Gott. Ich wäre... Kämpft! Ihr seid ja gerade von einer anderen. Ein Krieger muss skrupellos sein. Ich bin besser als jeder Mann hier. Ihr habt noch viel zu lernen. Es war mir eine Ehre, dich zu schlagen. Bist du noch bei Trost? Was denn? Rolf, deine Kämpfer sind härter, als sie aussehen. Härter, als man denkt. Thorgils kam wieder hoch, nachdem du umgefallen bist. Er brachte den Kampf zu Ende. Weißt du jetzt, was du wissen wolltest? Ja, hätte nicht gedacht, dass Thorgils es schafft, aber er ist so ein Dickschädel wie sein alter Herr. Warte, das ist dein Junge? Der kleine Thor, der ging mir früher kaum bis zum Bauchnabel. Er ist groß geworden und jetzt wird er mir alles nehmen wollen. Aber so sind Kinder nun einmal. Hier etwas Silber für deine Mühen und ein bisschen obendrauf, weil ich dich und Sigurd damals übers Ohr gehauen habe. Viel Glück! Donkey, Donkey. Ja. War schon mal direkt richtig. Also, aber das wird jetzt diese Folge, bis jetzt dann in der nächsten Folge.